Moin moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die Zementente und ich begrüße euch ganz herzlich bei Poncho. Yay, Poncho. Und in der letzten Folge haben wir die vorletzte Stage überwucherte Überreste abgeschlossen. Und diese Folge könnten wir uns mit den Ruinen beschäftigen. Und ich habe letzte Folge schon gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich die fehlenden Roboter und Coins noch sammeln will. Und ich glaube, wir wollen erstmal uns die Ruinen angucken. Und wenn wir danach noch ein bisschen spielen können, also wenn es danach weitergeht sozusagen im Open Play, dann gucke ich mal. Aber erstmal schauen wir uns die letzte Welt an. Ich glaube, da habe ich Lust zu. Ich bin auch neugierig, was jetzt mit der Story so ist. Das ist halt einfach gerade so, wie mein Bauchgefühl sagt, wie ich das spielen möchte. Vielleicht brauchen wir noch mehr Schlüssel, als wir haben. Mal gucken. Sehr gut. Komme ich von da wieder zurück? Ah ja. Ich könnte jetzt auch von oben auf das Grüne drauf. Ich könnte aber auch von... Ja, So, oben auf das Blaue drauf. Hier ist eine Plattform. Nicht random so gefühlt, aber okay. Ja, okay, man merkt irgendwie schon, dass das die Final Stage ist. Kombiniert schon sehr nett die Spielmechaniken, die man bis hierhin gelernt hat. Ah ja, okay. Das wird tricky. Man sieht, aber Moment, sieht man die? Nee, man sieht die tatsächlich nicht. Das ist jetzt echt nicht so geil. Das ist ja echt blöd, wie soll man das denn timen? Nö. Das könnte sich jetzt etwas hinziehen, liebe Zuschauer. Das hat mit Timing zu tun und dafür hat Ente normalerweise nicht so wirklich die Geduld für solche Spielchen. Hä? Achso, da hätte ich mit nach vorne gehen können. Ja, das kann ich nicht riechen. Das wäre auch so vielleicht die einzige Sache, die mir momentan gerade einfällt, die man wirklich vielleicht noch etwas schicker hätte lösen können, dass man nicht so genau weiß, in welche Richtung diese Dinge als nächstes... Nein! Ziehen. Ich hatte es doch. Nee, okay, da konnte ich in dem Moment, in dem Timing nichts gegen tun. Nein! Seufz. Ja, wie gesagt, liebe Zuschauer, an dieser Stelle ignorieren Sie alles, was auf dem Screen vor Ihnen passiert. Och nö. Da bin ich an der Kante ab. Oh. Gnarz. Und da oben wird das auch nicht besser. Ja, da war das Timing so, dass ich nicht konnte. Mal hier Pause machen. Yay! Checkpoint!
Ja. Alles klar. Nein. Aber wo soll ich da hin? Das ist ja die viel entscheidendere Frage. Wo soll ich da hin? Ah! Ah, hierhin. Wahrscheinlich. Ich wollte mich doch veräppeln, oder? Nein, zu früh. Da muss ich hin. Okay, ich muss auf dieser Ebene bleiben. Das ist das, was ich erstmal wissen wollte. Aber das sieht schwieriger aus, als es, glaube ich, ist in dieser Stelle, oder? Ah, da muss ich noch in den Hintergrund. Okay, das habe ich nicht so gesehen. Ich dachte, das wäre in derselben Ebene wie ich. Das ist auf dieser Ebene dann, oder? Nee, das ist ganz in der Hintergrundebene, alles klar. Okay, das habe ich nicht so gesehen. Ne? Dann ist ja easy peasy, wenn man weiß, wo man hin muss, ist ja alles easy. Puh! Sheesh! Achso, hier ist noch ein. Ja, wenn man nicht warpt, dann warpt man nicht. Map. Bin mir nicht ganz sicher, ob das... Fuck. Ob das hier als unendliches Hazard gelten soll? Aha. Da habe ich einfach irgendwie noch nicht das... Warum springe ich denn da nicht? Ich bin doch auch zu doof. Musste ich mich etwas konzentrieren. Ja. Dann sind wir einfach Oh Mann, ey. Musste ich mich konzentrieren, sagt der Groß und breit zu seinen Zuschauern und verkackt es dann ohne Ende, ey. Hier. Ah, hier. Ist aber auch schon ein bisschen fluppeli flappeli flap flap. Ah, da muss ich doppelt. Okay. Na also. War doch gar nicht so schwer. Das war aber cool. Also das Level macht auch richtig Laune. Da rotieren meine Poncho-Zellen. Meine Poncho-Zellen. Ich habe Poncho-Zellen, jawohl. Da ist der rote Turm! Oh. Da ist der rote Turm. Ah, Geronimo! Und jetzt? Jetzt darf ich einfach dran vorbei. Oh, Mann. Wenn sie wenigstens noch irgendein cooles Easter Egg verpacken können. Noch so ein Kasserolenhamster. Das ist ein bisschen großes Tor für unseren kleinen Mann, oder? Der Auftrag ist es erstmal ganz nach oben zu kommen, nehme ich an.
Oh je. Lost Timing. Fuck, wenn ich jetzt jumpe, tauschen die nämlich die Reihe. Ah, das geht noch nicht, okay. Oh, die haben hier ein ganz anderes Timing. Da komme ich doch, wollte ich gerade sagen. Ach, ah, oh Gott. Oh. Hast du einmal Kacke am Schuh? Hast du Kacke am Schuh? Hey, ohne Witz. Das war nein. Das war nein. Na gut, machen wir das Ganze nochmal. Es macht aber Spaß. Also es, auch wenn ich da jetzt gerade mega am Verkacken bin, weil es eine Timing-Sache ist, ist es eine, die mir echt Laune macht, weil ich hier das Gefühl habe zu rallen, wie es... Nein, das habe ich jetzt wieder falsch gemacht. Ganz am Anfang. Sehr schön. Ich hatte gehofft, sie würden etwas bessere Fail-Saves einbauen. Also wenn man wieder runterfällt, wenn man so eine Ebene geschafft hat, dass man hier sozusagen so eine Art Checkpoint hat. Haben sie ja auch jedes Mal gemacht. Nur irgendwie anders. Wer geht jetzt zuerst nach vorne? Oh. Fuck, jetzt habe ich eine Millisekunde zu spät hingeholt. Ich wusste echt nicht, welcher von den beiden zuerst reagiert. Das passt aber jetzt. Nein! Oh nein! Gut, dass ich keine Webcam bei meinen Let's Plays aufnehme. My brain is so fucked. Oh, hier gibt es links und rechts auch noch Plattformen, die uns nichts bringen. Gut. Ey, man kennt in den Farben der Lampen sogar, in welcher Ebene die sich befinden. Mitte ist blau, hinten ist türkis und vorne ist so braun. Gut, dass mir das am Ende des Let's Plays auffällt. Ich habe Sprungknopf gedrückt. Ja, Moment! Und jetzt? Nein! Nein! Das kannst du mir nicht antun, Spiel. Liebe Zuschauer, das Let's Play, das nächste Let's Play auf Zementente LP verzögert sich um etwa 50.000 Folgen. Weil der rote Turm erst geschafft werden muss. Und Zementente zu dumm ist und zu ungeduldig, um Timing zu lösen. Morgensna! Habt ihr schon mal aus dem falschen Taste gedrückt gehört? Nicht in diesem Let's Play, oder? Ah, oh Mann, ey. Du! Das haben wir schon mal. Nee. Da kann ich ja nicht hinspringen, ich kann nicht die Höhe erreichen. Also hätte ich vielleicht mit einem richtig skilligen Jump gemacht, aber so skillig, wie ich mich in diesem Level bisher angestellt habe, denken wir da mal nicht weiter drüber nach.
Ach nö jetzt. Ach kack, jetzt hab ich's auch wieder ganz verkackt. Das ist jetzt gerade sehr gefährlich, was ich mache. Wieder hier. Hi. Na, wie geht's euch so? War lange nicht mehr hier. Nein. Die längste Poncho-Folge aller Zeiten sehen Sie nur bei Live bei Zementente LP. Nein, ich hab falsch rumgeraten. Oh Gott. Warum man nie jumpen sollte, wenn man nicht weiß, in welche Richtung die Plattform springt. Da bin ich bewusst nicht reingesprungen, weil ich nicht wusste, worum die schaltbare Plattform geht. Nein, ich bin nicht wütend. Nein, wütend trifft's auch nicht. Ich bin einfach von mir selbst enttäuscht. Weil das ein Rätsel ist, das ich eigentlich lösen können müsste. Aber ich bin gerade so ein bisschen ungeduldig. Ich merke das gerade. Ich bin einfach von der Stimmung her gerade irgendwie nicht so der geduldige Wart-ab-Typ. Bin so der Ausprobieren machen. Bin gerade so in der Ausprobieren einfach machen-Stimmung und nicht so in der Analysieren und Abwarten-Stimmung. Und das ist gerade für diesen Level irgendwie nicht so ganz perfekt, weil das wahrscheinlich einfacher ist, wenn man es in Ruhe baut und analysiert. Aber naja, Gott. Kommst du woran hier? Ah, bist du schon, oder? Ja. Boah. Und ihr so? Das müsst ihr echt mal selber spielen, dieses Spiel und diesen Level. Der ist echt knackig. Aber eigentlich knackig auf eine Art, die ich mag. Boah, snackst. Falsch abgesprungen, dann dachte ich, ich kann den Sprung verkürzen. Und dann dachte ich beim Springen, nee, das passt nicht vom Timing und dann hat es doch gepasst. Das Einzige, was anätzt, ist, dass die äußeren Plattformen sich mitbewegen und dass wir die brauchen, um am Ende den letzten, oder ich weiß nicht, ob es der letzte, aber den nächsten Step da oben zu machen. Und dass das natürlich ein bisschen random abhängig ist, ob die gerade richtig stehen, so wie die hier jetzt über uns. Also es ist natürlich nicht random abhängig, sondern natürlich von einer bestimmten Anzahl Sprünge, aber die kann ich in dem Moment natürlich nicht beeinflussen, weil ich hier ja erstmal meine Sprünge machen muss. Und das ist ein bisschen blöd. Boskilo, Krummel, Brummel, Brummel, Krummel, Krummel, Brummel. Ja. Sagt nix. Sagt einfach nix. Ist auch schon eine 20-Minuten-Folge. Gut, wir haben auch den Anfang des Levels schon gemacht. Der war auch schon knifflig. Aber hier bin ich gerade vor allen Dingen auch zu doof, richtig zu springen. Nee. Kommt ran, ihr Lampis. Alter, ich hab gedrückt. Na gut, wenigstens bin ich hier gelandet. Die Musik ist auch ganz nett im Turm. Es gibt diese eine Stelle, die wir gerade eben hatten, die finde ich ein bisschen monoton und dumm. Und ich bin echt zu blöd für diesen Jump. Aber insgesamt ist die Musik hier drin echt cool. Auch die Computer oder was das da im Hintergrund sein soll. Nicht schlecht. Ist
wandert ihr mit mir, oder was? Hä? Da bin ich doch... Och, ma! Ich kann dieses Level gleich nicht mehr sehen. Obwohl ich dabei bleibe? Bei der irrationalen Aussage... Ja, da konnte ich jetzt nicht richtig reagieren, weil der da oben wieder nicht berechenbar war für mich. Ich bleibe aber bei meiner Aussage, dass ich an sich das Level cool finde. Nee, der geht in den Hintergrund, ne? Ich glaube, wenn das jetzt nicht klappt, jetzt mache ich noch einen Versuch, dann mache ich mal einen Folgencut. Nicht um euch zu ärgern, sondern dann kann ich einmal in Ruhe einmal durchatmen und gucken, dass ich diesen Bereich mit ein bisschen mehr Ruhe angehe, als ich es jetzt gerade in mir so verspüre. Und dann schauen wir mal. Bist du da richtig? Nee, ne? Nee, wir müssen noch einen weiter nach vorne, aber du kommst mit mir, ne? Ja, sehr schön. Schauen wir mal, ob ich den damit jetzt mit nach hinten nehmen kann. Dauert jetzt ein bisschen, aber... Eins, zwei, ja, müsste passen. Wenn ich es nicht verkacke, müsste es passen. Nice. Jetzt sieht man halt nur nichts mehr. Liebe Leute, ich mache mal Folgendes. Bevor ich mich hier in den nächsten Bereich wage, mache ich hier mal einen kleinen Folgencut, sonst wird die Folge nämlich zu lang. Ich denke, wir sehen uns vielleicht zum Finale in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und sag ciao, ciao.